Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie nicht alle in den Pfingstferien sind. Herzlich willkommen, liebe Freunde des ZAK, liebe Interessierte für das große Thema Ethik, verehrte Mitglieder des KIT, vor allem aber unserem Gast, Herrn Professor Dr. Jochen Taupitz, begrüße ich sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie jetzt zum zweiten Mal eine Einladung nach Karlsruhe bei uns angenommen haben. Das letzte Mal in einen etwas anderen Kontext, nämlich 2008, als wir damals die Akademie Wissenschaftliche Weiterbildung Karlsruhe sozusagen ein bisschen auf neue Schiene gesetzt hatten. Da waren Sie unsere Eröffnungsgast und ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich werde Sie hinterher ein bisschen näher vorstellen. Meine Damen und Herren, Ethikkommissionen stehen, könnte man sagen, hoch im Kurs und scheinen, man könnte sogar salopp sagen, wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Zahlreiche internationale, nationale und regionale Kommissionen befassen sich mit immer neuen ethischen Fragestellungen, die letztendlich mehr oder weniger unser aller Leben betreffen. Als erste Kommission, Ethikkommission, kam man Kommission wahrscheinlich aus den 1970er Jahren ansehen, die vor allem zur Kontrolle biomedizinischer Forschungsvorhaben eingesetzt wurden. Und auch heute macht dieser Bereich einen Großteil der Fragestellungen von Ethikkommissionen aus. Vor allem durch neue technische und medizinische Errungenschaften sieht sich die Menschheit vor immer schwierigeren Grundsatzfragen. Wie gehen wir damit um? Schlagworte wie Stammzellenforschung, Gentechnik und heute ganz aktuell der Aufmacher in der FAZ heißt menschliche Zellen geklont. Also wir sehen, das Thema ist absolut aktuell. Aber auch Themen wie Sterbehilfe, Arzneimittelforschung an Menschen bzw. Tierversuche oder aber auch den ganz großen Komplex um den Kernenergie sind Themen, die uns versinnbildlichen, grob gesagt, die großen Fragen von Ethikkommissionen. Was darf und welche Art erforscht werden und wie dürfen Erkenntnisse aus der Forschung praktisch angewendet werden? Das sind die drei Dinge, die wir eigentlich erfahren wollen. Durch die stetig komplexer werdende Welt, auch ethisch gesehen, wird es für den einzelnen Menschen und vor allem auch den Einzelnen, ob Entscheidungsträger oder nicht, zunehmend schwieriger, sein Handeln ethisch einzuordnen. Wir werden später mal fragen, wie die Religion uns dazu helfen kann oder nicht. Aber ganz allgemein ist es sicherlich schwieriger, eine ethische Leitlinie zu finden und sich dadurch, also durch eine immer weiter unübersichtlicher gewordene Welt, besser zurechtzufinden. Die eingerichteten Kommissionen erleichtern Entscheidungen insofern, als das Pro und Contra erörtert wird, mit dem Ziel, sich auf einem Grundkonsens und auf Vorgehensweisen zu einigen. Wenigstens aber bringen sie solche Diskurse in die Öffentlichkeit. Wissenschaftlern, medizinischem Personal, aber auch Politikern soll dadurch hierdurch eine Hilfestellung gegeben werden. Neben den aufklärenden und orientierenden Aussagen, die Ethikkommissionen leisten, gibt es aber zu Recht auch kritische Stimmen, die zum einen beispielsweise die Zusammensetzung der Ethikkommission kritisieren. Also ich habe heute eine E-Mail, auch ganz brandaktuell erhalten, von einem benachbarten Universität, nicht Mannheim, sondern die andere Richtung, nämlich Freiburg, die mich aufmerksam macht, dass eigentlich keine Ingenieure in Ethikkommissionen sind. Ich gucke mal, ich habe es nicht überprüft und ich werde kritisiert, sage ich auch öffentlich, weil wir in diese Reihe auch keinen Ingenieur eingeladen haben, um einen Vortrag zu halten zum Thema Ethik. Also ich nehme das auf mich und lobe Besserung, wenn wir das Thema das nächste Mal behandeln wollen. Wir können aber auch fragen, wie ist es mit der Zusammensetzung im Hinblick auf Kulturen und Religionen? Wir werden zwar ein Thema dazu haben, aber
haben wir wirklich dann entsprechend unsere multikulturelle Gesellschaft, unser kultureller Pluralismus? Wird das abgebildet grundsätzlich in Ethikkommission oder nur ab und zu mal, wenn es wirklich dann dezidiert eine Frage angeht, wo diese Fragen sozusagen auf der Hand liegen? Okay, also eine von den Kritikpunkten, die genannt werden. Ein anderer betrifft natürlich die Fragestellung, inwiefern Ethikkommission überhaupt eine Wirksamkeit entfalten. Sind sie einfach nice to have oder ist es wirklich so, dass wir Leitlinien zur Verfügung gestellt bekommen und in einer Art und Weise, dass wir sie wirklich umgesetzt sehen? Gerade so politisch brisanten Entscheidungsfragen wie etwa die der Ethikkommission für sichere Energieversorgung, wieder was Aktuelles, sind solche kritische Stimmen öffentlich deutlich geworden. Eine weitere kritische Frage ist zudem, ob sowohl das kollektive als auch das einzelne Gewissen mitunter durch die Zunahme von Ethikkommissionen in gewisser Weise outgesourced wird. Was die Kommissionen entschieden haben, würde unkritisch übernommen und das eigene Gewissen dann nicht hinreichend befragt oder auch überhaupt bemüht. Das delegieren wir einfach auf die Kommission und setzen uns selber mit Fragestellungen, die ethisch brisant sind, gar nicht auseinander. Also sozusagen, man könnte sagen, eine kollektive Entlastungsstrategie. Die Kommission wird schon machen. Aus diesen paar Erwäggründen, die ich versucht habe, hier ein bisschen aufzuzeigen, ist es eigentlich klar, dass wir Sie, Professor Taupitz, eingeladen haben. Und zwar mit dem Thema Ethikkommission, ein kollektives Ersatzgewissen, Fragezeichen. Und ich bin sicher, wir werden Einblicke gewinnen in schwierigen Aufgaben. Und wir werden aber auch vielleicht von Ihnen erfahren, ob Sie der Meinung sind, dass Ethikkommissionen diese Aufgaben nachkommen, überhaupt nachkommen können. Das sind natürlich komplexe Fragestellungen. Aber jetzt darf ich Sie ganz kurz vorstellen. Jochen Taupitz studierte Rechtswissenschaften in Göttingen und Freiburg und promovierte 1981. 1982 folgte die zweite juristische Staatsprüfung und in 1988 die Habilitation. Im gleichen Jahr bekam Jochen Taupitz seine erste Professur in Göttingen. Seit 1989 ist er Ordinarius für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Mannheim. Ferner ist er seit 1998 geschäftsführender Direktor des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Darüber hinaus hat Jochen Taupitz seit 2012 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, in dem er bereits seit 2001 Mitglied ist. Also Sie sehen, er bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Neben zahlreichen Mitherausgeberschaften wissenschaftlicher Zeitschriften ist Taupitz weiterhin stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, Vorsitzender des Beirats für Grundsatzfragen des Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland sowie Vizepräsident der Akademie für Ethik in der Medizin. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Bühne frei. Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Robertson von Trotha. Vielleicht machen Sie es ein bisschen leiser, damit ich Sie nicht zu sehr aufschrecke. Jetzt ist es so etwas besser? Hören Sie mich so gut? Oder ist es noch, hier hallt es sehr, aber es hallt immer noch. Noch ein bisschen leiser vielleicht? Ist das so besser? Oder vielleicht ein bisschen weiter weg? So, ist das besser? Ja, dann spreche ich lauter und das unterstützt das nur so ein wenig. Ja, Frau Robertson von Trotha, ganz herzlichen Dank für Ihre liebenswürdigen einführenden Worte und Sie haben ja im Grunde mein Thema, meinen Vortrag schon vorweggenommen. Ich kann das jetzt nur noch ein wenig ergänzen und mit ein paar zusätzlichen Antworten auf Ihre Fragen untermauern.
Wir müssen uns zunächst einige begriffliche Dinge vor Augen führen, wenn es um Ethikkommissionen geht. Denn wir müssen uns erstmal fragen, was ist überhaupt Ethik? Und in diesem Zusammenhang müssen wir Ethik, Moral und Recht voneinander abgrenzen. Moral umfasst die Normen des Guten und Richtigen, während die Ethik nach einer herrschenden Auffassung die kritische Analyse und Prüfung dieser Normen beinhaltet. Ethik ist also die Wissenschaft von der Moral. Und man kann sagen, Moral gebietet, Moral befiehlt uns, was gut und böse ist, während die Ethik über das Gebotene resoniert, darüber nachdenkt. Also Ethik und Moral sind nicht deckungsgleich. Das Berufsethos, das will ich nur ganz am Rande ansprechen, weil es auch gerade bei ärztlichen Berufen, anderen Berufen, Ingenieuren beispielsweise, eine große Rolle spielt, kann man als Gesamtheit der moralischen Haltungen, Überzeugungen und Regeln der Angehörigen eines bestimmten Berufs zusammenfassen. Also wiederum die moralischen Haltungen eines bestimmten Berufs. Und das Recht umfasst nun die Normen, die Teil der Rechtsordnung sind. Und das ist jetzt ein wenig redundant, denn das Recht bestimmt selbst, welche Regeln ihm zugehörig sind. Die Rechtsordnung, insbesondere das Verfassungsrecht, bestimmt, was als Rechtsquelle zu gelten hat, was Gerichte, Behörden und so weiter anzuwenden haben. Die Rechtswissenschaft ist von daher dann natürlich die Wissenschaft vom Recht. Wenn man sich das nun so vor Augen führt, dann lautet die Gegenüberstellung eigentlich nicht Ethik versus Recht, sondern Moral versus Recht und Ethik versus Rechtswissenschaft. Denn wenn die Ethik die Wissenschaft von der Moral ist und die Rechtswissenschaft die Wissenschaft vom Recht, dann stehen sie beide gegenüber, während Moral und Recht sich gegenüberstehen. Aber Ethik und Moral werden häufig gleichgesetzt. Und umgangssprachlich will ich mal sagen, und wenn man nicht diese fein ziselierte Differenzierung vornimmt, dann wird in diesem Sinne auch Ethik und Recht oft gegenübergestellt, und das will ich auch jetzt im Folgenden tun. Aber wir sind uns bitte einig, dass eigentlich die Gegenüberstellung lautet Moral und Recht. Zur Abgrenzung von Ethik, Recht in diesem Sinne. Moral und Ethik, für sie sind entscheidend die inneren Überzeugungen, die sittlich anerkennenswerten Motive, das, was von dem Gewissen herauskommt. Und hier gibt es keine förmlichen Sanktionen. Man befragt nur sein eigenes Gewissen, handle ich richtig? Und man hat Gewissensbisse, wenn man das nicht tut, aber förmliche Sanktionen, Strafen oder etwas Ähnliches gibt es hierfür nicht. Das Recht knüpft vor allem am äußeren Verhalten an. Wenn ich mich rechtskonform verhalte, wenn ich im Straßenverkehr auf der richtigen Seite fahre, niemanden gefährde, dann ist es der Rechtsordnung egal, warum ich das tue. Ob ich das aus Angst vor Strafe mache oder weil es meiner inneren Überzeugung entspricht, dass ich andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden will. Also das äußere Verhalten ist für das Recht in erster Linie der Anknüpfungspunkt. Und wenn ich gegen die Rechtsregeln verstoße, dann ist das förmlich sanktioniert. Es gibt Schadensersatz, Schmerzensgeld, es gibt Strafen des Strafrechts, also Geldstrafe oder Gefängnisstrafe. Wenn ich mich falsch verhalte, dann hat das negative Konsequenzen für mich zur Folge. Nun sagt Kant, und Kant darf natürlich in keinem philosophischen, ethischen Vortrag fehlen, auch Juristen berufen sich gerne auf den ollen Kant. Kant sagt, hat gesagt, das Handeln aus Moralität übersteigt das Handeln aus bloßer Legalität. Beides ist der Pflicht gemäß, doch wird das Handeln gemäß der Legalität von äußeren Gründen bestimmt und ist damit bedingt. Während das Handeln aus Moralität erfolgt, weil es als sittlich richtig erkannt und damit unbedingt ist. Für Kant hat also die Moral, die Ethik, das Gewissen eine höhere Bindungskraft als das, was bloß von außen, heteronom von außen auf uns eindringt, hat also eine höhere Bindungskraft als das Recht. Aber das Recht ist natürlich wegen seiner Sanktionen, hat natürlich wegen seiner Sanktionen faktisch einen höheren Verbindlichkeitsgrad. Wenn wir gegen unser Gewissen verstoßen, dann ist das unsere eigene Sache. Wir müssen es mit uns selbst ausmachen, während rechtliche Sanktionen für gegebenenfalls sogar alle sichtbar sind, wie es beim Strafprozess dann der Fall ist. Es gibt weitgehende Überlappungen zwischen dem ethisch Richtigen und dem rechtlich Gesollten. Aber nicht alles, was gut und böse ist, wird vom Recht als rechtlich geboten oder verboten aufgenommen. Sie wollen? Ja, okay. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Ne? Hören Sie mich jetzt besser? Also es knackt jedenfalls nicht mehr so. Ne?
Und ich spreche ein bisschen lauter, dass Sie auch da oben, wenn das Mikrofon nicht laut genug ist, mich hoffentlich verstehen können. Also es gibt weitgehende Überlappungen zwischen dem ethisch Richtigen und dem rechtlich Gesollten. Vieles, was ethisch verwerflich ist, einen anderen Menschen zu töten, ist natürlich auch von der Rechtsordnung als strafbewehrtes Verbot sogar übernommen. Aber nicht alles, was gut oder böse ist, wird vom Recht als rechtlich geboten oder verboten aufgenommen. Man spricht sehr anschaulich vom Recht als dem ethischen Minimum. Nicht alles, was wir als gut und richtig empfinden, ist auch förmlich sanktioniert. Vieles bleibt im gesellschaftlichen Bereich, im ethisch-moralischen Bereich, ohne dass immer schon eine explizite Rechtsregel im Hintergrund steht und uns dazu veranlasst, das Richtige oder Gute zu tun. Und nicht alles, was Recht ist, ist auch an den Kategorien von Gut und Böse zu messen. Wenn Sie an die Straßenverkehrsregeln denken, ne, ob man rechts oder links fährt, das ist eine letztlich willkürliche Entscheidung für denjenigen, der die Regeln setzt, natürlich nicht mehr für die Verkehrsteilnehmer. Aber ob man wie bei uns Rechtsverkehr oder Linksverkehr wie in angelsächsischen Ländern einführt, das ist im Grunde willkürlich. Dahinter steht kein richtig oder falsch. Es gibt insofern also auch rechtstechnisches Recht, das nicht an den Kategorien von Gut und Böse zu messen ist. Ethik und Recht sind von daher nicht deckungsgleich. Und das wird uns im weiteren Verlauf unserer Diskussion heute noch ganz erheblich beschäftigen. Noch eine Abgrenzung zwischen Ethik und Recht. Die Ethik fragt nämlich vom Ausgangspunkt her, was darf der Mensch? Die Kernfrage lautet ja, was ist richtig oder falsch? Und oft kommt dann die rhetorische Frage, insbesondere bei neuen Entwicklungen, dürfen wir alles, was wir können? Und im Hintergrund steht natürlich die Antwort, um Gottes Willen, nein, da muss es doch Grenzen geben. Ich frage dann immer genauso rhetorisch zurück, dürfen wir nichts, was wir können? Das ist genauso rhetorisch, ne? Genauso unsinnig wie die Frage, dürfen wir alles, was wir können? Das Verfassungsrecht fragt aber, was darf der Staat verbieten oder was hat der Staat verboten? Wir leben Gott sei Dank hier in Deutschland in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der grundsätzlich alles das erlaubt ist, was der Staat nicht hinreichend deutlich verbietet. Also der Ansatzpunkt für einen Juristen, für einen Verfassungsrechtler insbesondere, ist also immer, was darf der Staat verbieten oder was hat er denn konkret verboten? Die Kernfrage bezogen auf die Auslegung und die Anwendung des Rechts lautet deshalb, was hat der Normgeber wie geregelt? Wir fragen nicht unser eigenes Gewissen, sondern was steht in den Gesetzen oder was sagt die Rechtsprechung, wie die Gesetze auszulegen sind. Sie sehen schon, dass das ganz unterschiedliche Ausgangspunkte sind, ne? Was darf der Mensch? Hier geht es darum, was hat der Staat verboten? Die Ethik, Fragezeichen. Es wird ja immer von der Ethik gesprochen. Aber die Ethik gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nämlich zahlreiche Richtungen der Ethik, von denen ich nur ganz wenige jetzt aufführe. Die Deontologie, danach werden Handlungen als solche, unabhängig von ihren Konsequenzen, als gut oder schlecht beurteilt. Die Gesinnungsethik fragt nach der Handlungsabsicht, ungeachtet der Handlungsfolgen. Der Konsequentialismus bewertet die Handlungen aufgrund ihrer Konsequenzen bzw. anhand ihrer Folgen. Der Zweck heiligt die Mittel. Und das, was bei uns in Deutschland immer wieder verpönt ist, was in angelsächsischen Ländern aber die wohl herrschende Richtung der Ethik ist, ist der Utilitarismus oder das Nützlichkeitsprinzip. Handle so, dass das größtmögliche Maß an Glück entsteht, und zwar durch Aggregation des Glücks der einzelnen Individuen. Wenn es den meisten Menschen besser geht, ja, dann bleiben eben einige wenige auf der Strecke. Aber wenn das Glück von vielen gemehrt wird, ist das besser, als das Glück von nur wenigen zu mehren. Sie sehen, dass diese verschiedenen Richtungen natürlich zum Teil zu diametral entgegengesetzten Konsequenzen kommen. Also, was bedeutet das denn, wenn wir von der Ethik sprechen? Welche dieser verschiedenen Richtungen, und es gibt andere Richtungen, die ich jetzt nur aus Zeitgründen nicht aufführe, welche dieser verschiedenen Richtungen ist denn maßgeblich? Also auch dazu gleich noch mehr. Nun zu den Ethikkommissionen. Es gibt keine feste Definition oder keine gesetzliche Festlegung des Begriffs Ethikkommission. Das ist ja schon mal ziemlich überraschend, ne? Denn wie Frau Robertson von Trotha uns erläutert hat, gibt es ja heute in immer mehr Lebensbereichen Ethikkommissionen, und da müsste doch eigentlich der Gesetzgeber mal hingehen und sagen, was ist denn eine Ethikkommission? Welche Funktion hat sie? Ich werde versuchen, Ihnen in meinem Vortrag klarzumachen, dass es hier ganz unterschiedliche Funktionen von Ethikkommissionen für ganz unterschiedliche Zwecke gibt. Das bedeutet auch, dass nicht alle Kommissionen, die so bezeichnet werden, sich tatsächlich mit ethischen Fragen befassen. Nicht in allen Kommissionen ist, salopp formuliert, Ethik drin. Und umgekehrt gibt es Kommissionen, die einen anderen Namen tragen, zum Beispiel Ethikrat, na gut, da ist immerhin noch eine Ethik drin, aber beispielsweise die Gendiagnostikkommission, die befasst sich mit ethischen Fragen.
ohne dass es im Namen dieser Kommission zum Ausdruck kommt. Also man muss immer sehr genau hinschauen und sich fragen, was ist denn eigentlich konkret eine Ethikkommission? Warum wird sie so bezeichnet? Mit was befasst sie sich? Es gibt, und das möchte ich, in dieser Weise möchte ich die Ethikkommission jetzt im Folgenden unterscheiden und Ihnen dann im weiteren Verlauf auch vorstellen. Es gibt aus meiner Sicht letztlich vier Grundtypen von Ethikkommissionen. Es gibt einmal die Ethikkommissionen für die Forschung, insbesondere für die medizinische Forschung. Dann gibt es die sogenannten klinischen Ethikkomitees, oft abgekürzt als KEC. Dann gibt es Kommissionen, die vor Durchführung bestimmter medizinischer Maßnahmen eingeschaltet werden müssen, weil es das Gesetz so gebietet. Und es gibt Kommissionen, Ethikkommissionen, die ich gesellschaftsorientierte Ethikkommissionen nennen möchte. Diese vier Kommissionen werde ich Ihnen jetzt in aller gebotenen Kürze vorstellen. Ethikkommissionen für Forschung bewerten konkrete Forschungsprojekte. Es sind die klassischen Ethikkommissionen, die seit den 1970er Jahren, das haben Sie, Frau Robertson, auch schon gesagt, seit den etwa den 1970er Jahren in Deutschland eingeführt wurden. Zunächst auf mehr oder weniger freiwilliger Basis an zwei Universitäten, Göttingen und Ulm. Und dann ist die DFG sehr schnell auf den Zug aufgesprungen und hat eine Bewertung einer Ethikkommission vor der Finanzierung von konkreten Forschungsprojekten bald relativ flächendeckend verlangt. Hauptziele dieser Ethikkommissionen sind vor allem der Schutz der Teilnehmer an Forschungsvorhaben vor übermäßigen Risiken und der Verletzung ihres Selbstbestimmungsrechts. Es geht darum, dass die Teilnehmer, die Probanden, die Patienten davor bewahrt werden, dass sie ein zu großes Risiko im Vergleich zum Nutzen oder wenn es gesunde Probanden gibt, sind, dass sie, die ja keinen Nutzen davon haben, dass sie ein übergroßes Risiko eingehen. Also Schutz der Patienten, der Probanden vor übermäßigen Risiken. Und Schutz vor Verletzung des Selbstbestimmungsrechts bedeutet, dass diese Ethikkommissionen sich auch genau die Unterlagen ansehen, die die Teilnehmer ausgehändigt bekommen, bevor sie ihre Zustimmung zur Teilnahme geben, damit sie überhaupt wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie an einem konkreten Forschungsprojekt mitmachen. Dann sollen diese Ethikkommissionen natürlich auch den Forscher beraten und sie sollen den Forscher davor bewahren, dass er ethisch oder rechtlich problematische Forschung macht. Das ist eine Servicefunktion der Ethikkommissionen, dass sie den Forschern sagt, hör mal zu, das, was ihr da machen wollt, das ist aber problematisch, mach es entweder besser so oder lass die Finger davon. Und schließlich sollen diese Ethikkommissionen auch das Vertrauen der Allgemeinheit in die Forschung aufrechterhalten. Klar, wenn unethische Forschung passiert, und gerade jetzt haben wir den Zeitungsartikel vom Spiegel, ne, Forschung, die in die DDR verlagert wurde, ne, war das rechtmäßig, was damals geschah? Ich hoffe, dass eine Ethikkommission in der DDR jeweils die konkreten Forschungsprojekte damals beurteilt hat. Nach dem Arzneimittelgesetz, AMG, zum Beispiel hat die Ethikkommission über 20 verschiedene Gesichtspunkte zu prüfen, die feinsäuberlich im Arzneimittelgesetz aufgelistet sind. Und die Ethikkommission darf ihre zustimmende Bewertung nur dann erteilen, wenn alle diese Voraussetzungen zu ihrer Zufriedenheit erfüllt sind. Das gilt zum Beispiel für das vertretbare Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ist das Risiko nicht zu hoch im Vergleich zum Nutzen für den Betroffenen oder für die Wissenschaft? Die Eignung der Prüfer und der Prüfstelle, an der die Prüfung durchgeführt werden soll. Die Unterlagen für die Aufklärung und Einwilligung der Studienteilnehmer. Der Abschluss der erforderlichen Versicherung. Also ein ganzer Katalog von Vorschriften, von Gesichtspunkten, den die Ethikkommission abarbeiten muss zu jedem konkreten Forschungsprojekt, um zu sagen, jawohl, das ist rechtmäßig oder es ist nicht rechtmäßig. Eine Pflicht zur Einschaltung einer solchen Ethikkommission gibt es nur auf gesetzlicher Grundlage bei Arzneimittelstudien, also immer wenn ein neues Medikament am Menschen ausprobiert wird, bei Medizinproduktestudien, also neues Röntgengerät oder neues Verbandsmaterial oder neue In-vitro-Diagnostika, beispielsweise auch Software, die im medizinischen Bereich angewendet wird, muss erst von einer Ethikkommission bewertet werden und Strahlenstudien, also Röntgenstrahlen und so weiter. Immer wenn so etwas gemacht wird, dann muss zwingend eine Ethikkommission vorher eingeschaltet werden, sagt das Gesetz. Ein Sonderfall ist der Forschung mit embryonalen Stammzellen. Ich nenne das deshalb einen Sonderfall. Auch hier muss eine Ethikkommission eingeschaltet werden, aber da geht es nicht um Forschung am Menschen, sondern da geht es um Forschung an Zellmaterial, das keine Menschenwürde genießt, das keinen Lebensschutz genießt, sondern das sind Zellen, die nur deshalb vom Gesetzgeber als besonders behandelt werden, weil sie mal aus Embryonen, also aus ungeborenem Leben gewonnen wurden und der Embryo als Quelle dann zerstört wurde bei der Gewinnung.
Deswegen meint der Gesetzgeber, dass diese Zellen etwas Besonderes sind und Forschung mit ihnen nicht aus Jux und Dollerei durchgeführt werden darf, sondern, wie ich Ihnen gleich noch schildern werde, nur zu hochrangigen Forschungszielen. Und darüber hinaus sagt das Berufsrecht einer bestimmten Gruppe, nämlich der Ärzte, immer dann, wenn ein Arzt Forschung am Menschen durchführt, dann muss er sich von einer Ethikkommission beraten lassen. Für Ingenieure gibt es das, glaube ich, nicht, jedenfalls nach dem Berufsrecht der Ingenieure. Ja, ich komme nur noch immer mal wieder auf Ihr Beispiel, ne, weil hier ja auch sicherlich viele Ingenieure sitzen und Sie ja sich den Schuh schon angezogen haben, dass Sie sich mehr um die Ethik kümmern müssten. Also, die Ärzte haben aufgrund ihres Berufsrechts gesagt, wir wollen immer dann, wenn ein Arzt eine Forschungsmaßnahme am Menschen durchführt, das muss keine Arzneimittelstudie sein, das muss keine Medizinproduktestudie sein, das kann zum Beispiel eine neue chirurgische Schnittführung sein oder eine neue chirurgische Operation, beispielsweise diese Schlüssellochoperation, minimalinvasive Intervention, wenn man nicht den ganzen Bauch aufschneidet, sondern durch einen kleinen Schnitt in die Bauchdecke dann in das Innere schaut. Immer wenn so etwas Neues ausprobiert wird, muss vorher eine Ethikkommission den Forscher beraten. Das heißt aber auch, es gibt keine allumfassende gesetzliche Regelung zur Forschung in Deutschland. Nicht jede Forschung am Menschen wird von einer Ethikkommission kontrolliert. Nur in diesen Bereichen, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe und immer dann, wenn Ärzte beteiligt sind. Klinische Ethikkomitees, die KECs, diese zweite Form von Ethikkommissionen. Sie befassen sich mit ethischen Fragen zu Diagnose bzw. Therapie von Patienten, gewissermaßen am Krankenbett. In Deutschland sind sie zunächst 1997 von zwei christlichen Krankenhausverbänden in ihren Krankenhäusern eingesetzt worden, in der Folgezeit aber auch an sehr vielen Krankenhäusern. Es gibt hierzu keinerlei gesetzliche Vorschriften. Das ist, wenn man so will, Wildwuchs, große Vielfalt in Bezug auf Größe, Arbeitsweise, Aufgabe und Zusammensetzung der Kommissionen. Aber die Aufgabe dieser Kommissionen ist, nicht im Bereich der Forschung, sondern im Bereich der normalen Therapie von Patienten dem Arzt einen Rat zu geben. Einer der ersten Fälle, der in Deutschland großes Aufsehen erregt hat, und die Älteren werden sich noch vielleicht erinnern, war das sogenannte Erlanger Baby. Da war eine Frau, eine Schwangere, hatte einen Unfall erlitten, war hirntot, war also nach rechtlichen Maßstäben tot. Man hätte die Behandlung sofort einstellen können, hätte sie beerdigen können. Aber da es sich um eine Schwangere handelte und da das Kind in ihrem Mutterleib noch lebte, hat man die Herz-Kreislauf-Funktionen dieser Frau aufrechterhalten. Und das ist natürlich ethisch ziemlich problematisch. Auf der einen Seite steht die Lebensrettung zugunsten des Kindes. Man wollte das Kind weiter heranwachsen lassen im Mutterleib, wollte ihm damit die Chance geben, wenn auch nur als Frühchen, dann immerhin doch lebensfähig geboren zu werden. Aber was hat man denn mit der Frau gemacht? Im Grunde hat man die Frau als Gebärmaschine missbraucht. Ihr Körper wurde nur dazu weiter beatmet und die Kreislauffunktionen wurden weiter aufrechterhalten, damit das Kind gerettet wurde. Sie wurde im klassischen Sinne instrumentalisiert. Es diente nur dem Zweck, einem anderen zu helfen, nicht ihrem eigenen Zweck. Sie war ja, wie gesagt, hirntot. Also das ist nur ein Beispiel für eine hochbrisante, ethisch hochproblematische Situation am Krankenbett, hier nun am Totenbett, wenn man so will, ne? Aber Krankenbett bezogen auf das Kind, wo die Ärzte auch oft allein stehen und nicht wissen, was soll ich denn eigentlich machen. Und in solchen Situationen oder heute beispielsweise in Situationen der Fort-Weiterbehandlung von sterbenskranken Menschen, wie lange soll man die eigentlich noch beatmen, wie lange soll man eigentlich die künstliche Ernährung aufrechterhalten und so weiter. In solchen brisanten Situationen sollen diese klinischen Ethikkommissionen den Ärzten einen Rat geben. Sie dürfen und können den Ärzten die Verantwortung nicht nehmen. Der Arzt ist derjenige, der die Verantwortung für seinen Patienten trägt. Aber mal mit anderen darüber sprechen, und zwar nicht nur kollegialiter mal mit jemandem, den man gerade auf dem Flur trifft, sondern organisiert, das ist die Aufgabe dieser klinischen Ethikkomitees, die aber in den einzelnen Kliniken ganz unterschiedlich organisiert sind. In manchen Kliniken besteht dieses Komitee nur aus einer Person, einem Ethiker, der dann hinzugerufen wird und dann seine Meinung auch zu dem Fall sagt. In anderen Kliniken sind das mehr oder weniger große Gruppen, interdisziplinär zusammengesetzt, Pflegekräfte dabei, andere Ärzte dabei, ein Theologe wahrscheinlich dabei, ein Ethiker dabei, und die alle sollen ihre Meinung sagen und sie sollen insbesondere die verschiedenen Argumente offenlegen und dem Arzt und sich selbst bewusst machen. Oft ist es dann auch so, dass der Ethiker geschult ist in der Gesprächsführung, in der Organisation einer solchen Fallbesprechung
und damit dann dafür sorgen soll, dass die verschiedenen Gesichtspunkte wirklich auf den Tisch kommen und gegeneinander abgewogen werden können und dann am Ende natürlich irgendwie eine Entscheidung bezogen auf die Behandlung des Patienten getroffen werden muss. Also eine Art Hilfestellung, ein Rat, der im gemeinsamen Diskurs erarbeitet wird. Kommissionen für bestimmte ärztliche Eingriffe, das sind zwei zurzeit in Deutschland, in denen das Gesetz verlangt, dass Ethikkommissionen eingeschaltet werden müssen, bevor ein Arzt eine bestimmte medizinische Maßnahme durchführen darf. Das sind zum einen die ganz neuen Kommissionen zur Präimplantationsdiagnostik. Unter der Präimplantationsdiagnostik versteht man ja Folgendes: Ein Embryo, der im Reagenzglas erzeugt worden ist, wird, bevor er auf die Frau übertragen wird, darauf untersucht, ob er einen bestimmten genetischen Defekt hat, beispielsweise, weil die Frau oder das Paar schon eine Totgeburt gehabt haben und jetzt nicht das Risiko nochmal eingehen wollen, oder das Paar leidet an einer genetischen Erkrankung und fürchtet, dass diese Erkrankung nun auch auf ihr Kind übertragen wird. Und deswegen sagt das Paar, bevor sich die Frau jetzt einen Embryo, der im Reagenzglas erzeugt worden ist, übertragen lässt, wird dieser Embryo untersucht. Wenn er den genetischen Defekt nicht hat, wird er übertragen. Wenn er den genetischen Defekt hat, dann wird er verworfen und man überträgt der Frau einen anderen, nicht geschädigten Embryo. Es ist eine Selektion, die da stattfindet, eine Auswahl unter mehreren Embryonen, die vorhanden sind, die untersucht werden, die, wie manche böse sagen, einem Qualitätscheck unterworfen werden. Aber letztlich dient das alles nur dazu, dass die Frau sich nicht den Embryo unbesehen übertragen lassen muss und dann, wenn er in ihrem Mutterleib ist, eine Präimplantationsuntersuchung durchführt und wenn er dann den genetischen Defekt hat, durch eine Abtreibung abtöten lassen kann. Also es ist gewissermaßen eine vorgezogene Abtreibung, die man vornimmt, um den Embryo, den Fötus nicht erst noch weiter heranwachsen zu lassen, um der Frau nicht noch die Belastung zuzumuten, dass es vielleicht doch wieder schief geht, dass sie den doch wieder abtreiben lassen muss. Also aus meiner Sicht nichts anderes als eine vorgezogene Abtreibung, um der Frau das und dem Kind das zu ersparen, dem Embryo das zu ersparen. Aber es ist ethisch problematisch, das sage ich ganz offen. Und dann hat der Gesetzgeber nun erst kürzlich diese Präimplantationsdiagnostik in Deutschland zugelassen. Und er verlangt aber, dass bevor eine solche Präimplantationsdiagnostik im konkreten Fall bei einem Paar, bei den Embryonen durchgeführt wird, muss eine Ethikkommission die Einhaltung der Voraussetzungen für eine PID geprüft und eine zustimmende Bewertung abgegeben haben. Ich komme auf diese Kommission nachher nochmal zurück. Jetzt erstmal ja nur der Überblick. Also die Ethikkommission muss genehmigen, bevor ein Paar diese vorgezogene Abtreibung, sage ich jetzt noch einmal so drastisch, durchführen lassen darf. Und dann gibt es im Bereich der Transplantationsmedizin auf der Grundlage des Transplantationsgesetzes Kommissionen. Die Entnahme von Organen bei einem Lebenden ist nur zulässig, wenn eine interdisziplinäre Kommission zu zwei ethisch besonders brisanten Fragestellungen genommen hat, nämlich Freiwilligkeit der Organspende und kein Handeltreiben. Wenn ein Organ von einem Lebenden entnommen wird, dann ist das natürlich mit einem durchaus Risiko für den Spender verbunden, ganz anders als bei einem Toten, der ja ohnehin kein Risiko damit oder kein Risiko davon hat. Aber beim Lebenden ist jede Organentnahme mit einem gewissen Risiko verbunden. Und da kann es natürlich sein, dass man sich diesem Risiko deshalb aussetzt, weil man eine große Menge Geldes dafür bekommt. Handeltreiben ist verboten. Das soll die Ethikkommission prüfen, ob kein verbotenes Handeltreiben vorliegt. Und zum anderen soll die Freiwilligkeit der Spende gegeben sein. Das ist für mich als Juristen immer so eine gewisse Sache, denn das Transplantationsgesetz sagt, dass man nur einer nahestehenden Person als lebender Spender ein Organ spenden darf. Also in der Familie, kurz gesagt. Und ist denn die Freiwilligkeit wirklich gegeben, wenn man der Mutter sagt, sie sind die einzige Person, die ihrem Kind eine Niere spenden kann und ihrem Kind damit das Leben retten kann? Ist denn dann bei der Mutter wirklich Freiwilligkeit gegeben? Also ich habe immer große Zweifel, ob der Gesetzgeber nicht mit der Forderung, einerseits darf nur nahestehenden Personen gespendet werden, denn sonst scheint ja immer Geld im Hintergrund zu sein, ne? Das ist so die Überlegung des Gesetzgebers. Also man darf nur nahestehenden Personen spenden, aber gleichzeitig soll man der nahestehenden Person gegenüber auch freiwillig diese Erklärung abgeben, sich nicht unter Druck setzen lassen. Ich finde, das beißt sich in gewisser Weise, ist aber heute nicht unser Thema, sondern ich will Ihnen nur sagen, die Ethikkommission muss das prüfen, wie auch immer. Die muss die Beteiligten dann anhören und sich das erläutern lassen. So, damit zur vierten Gruppe, zum vierten Typ von Ethikkommissionen, den von mir sogenannten gesellschaftsorientierten Ethikkommissionen. Sie befassen sich mit allgemeinen ethischen Fragen, vor allem zur Bioethik, die also unsere Gesellschaft insgesamt angehen.
Soll in unserer Gesellschaft die Präimplantationsdiagnostik zugelassen werden? Welche Bedeutung sollen Patientenverfügungen haben? Soll man in Deutschland die Widerspruchsregelung im Bereich der Transplantationsmedizin erlauben? Und so weiter. Das sind so Fragen, die unsere Gesellschaft insgesamt betreffen. Und die sind das Thema dieser gesellschaftsorientierten Ethikkommission. Ihre Stellungnahmen und Empfehlungen sind an die Öffentlichkeit, also an die Gesellschaft, an uns alle, die Bürger und vor allem natürlich auch an die Politik gerichtet. Es gibt auch zu diesem Typ zahlreiche Kommissionen, ich habe Ihnen jetzt nur eine ganz, ganz kleine Auswahl hier, stelle Ihnen sie hier vor, zahlreiche Enquetekommissionen, so heißen die beim Bundestag, also es sind eigentlich Untersuchungskommissionen, aber das sind hier eher Problemlösungskommissionen, zum Beispiel die Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Übrigens, kleine Seitenbemerkung, die Vorgängerkommission hieß Enquetekommission Recht und Ethik der modernen Medizin. Man hat also fast denselben Namen genommen, man hat nur die Ethik an die erste Stelle gesetzt, weil die offenbar ein höheres Gewicht bekommen sollte als das Recht. Seit 1986 gibt es auf Landesebene die sehr berühmte Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz. Deshalb so berühmt, weil sie immer sehr progressive Stellungnahmen, sehr liberale Stellungnahmen bringt und damit die Diskussion wirklich befördert. Seit 2001 gibt es eine zweite Kommission auf Landesebene, nämlich der Bayerischen Staatsregierung. Es gibt seit 1994 die zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, bei der ich auch schon so lange dabei bin. Ganz interessant, dass die Bundesärztekammer diese Kommission damals gegründet hat, weil politische Vorstöße beim Bundespräsidenten auf Bundesebene eine Kommission einzuführen im Sande verliefen. Der damalige Bundespräsident wollte dem nicht näher treten oder allgemein die Politik wollte dem nicht näher treten. Und da hat die Bundesärztekammer gesagt, dann machen wir doch wenigstens für unseren Bereich, also für den Bereich der medizinischen Ethik, eine eigene zentrale Ethikkommission. Aber auch die befasst sich mit allgemeinen Fragen, also Patientenverfügungen oder Korruption im Gesundheitswesen oder den sogenannten Igel-Leistungen, also das, was Kassenpatienten angeboten bekommen und selbst bezahlen müssen und so weiter. Es gibt viele Kommissionen anderer Institutionen, zum Beispiel die Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in der werden grundsätzliche Fragen erörtert und als Empfehlungen dann an die Politik gegeben. Und der Sonderfall, den Frau Robertson von Trotha natürlich auch schon erwähnt hat, die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung, eingesetzt von Bundeskanzlerin Merkel am 22. März 2011, also schon 11 Tage nach Fukushima, kann man mal sehen, wie schnell die Ethik manchmal ist, ne? Aufgaben dieser Kommission, technische und ethische Aspekte der Kernenergie prüfen, einen gesellschaftlichen Konsens zum Atomausstieg vorbereiten und Vorschläge für den Übergang zu erneuerbaren Energien erarbeiten. Und schon am 30. Mai hat die ihren Abschlussbericht vorgelegt und hat damit ihre Arbeit auch eingestellt. Also die gibt es nicht mehr, soweit ich weiß, ist sie nie offiziell aufgelöst worden, aber es gibt sie nicht mehr, sie arbeitet nicht mehr, sie hat ihren Auftrag erfüllt. Die hatten eine einzige Ethikerin, Philosophin an Bord, also wurde in dieses Gremium berufen. Die wurde natürlich immer gefragt, auch von Journalisten, was machen Sie eigentlich in dieser Kommission, denn technische und ethische Aspekte der Kernenergie, naja, was sind da die ethischen Aspekte, ne? Was machen Sie eigentlich als Ethikerin oder als Philosophin hier? Da hat die gesagt, ein Ethiker oder Philosoph kann zu allem was sagen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Sonderfall, ne? Das war eine Panikreaktion, das ist so meine Interpretation. Jetzt mal müssen wir schnell politisch handeln, müssen hier etwas auf die Beine stellen und dann gibt es eine interdisziplinäre Kommission und die wird dann schon vernünftige Vorschläge unterbreiten. Von den Vorschlägen dieser Kommission hat man ja nicht so richtig was gehört, ne? Also ob das nun umgesetzt wird und für den Atomausstieg waren die, glaube ich, nicht sehr prägend. Aber gut. Jetzt komme ich zu zwei Gremien, die Frau Robertson auch schon angesprochen hat. Seit 2001 gab es den Nationalen Ethikrat, der durch Beschluss der Bundesregierung Schröder eingesetzt wurde und der vor allem die Aufgabe hatte, die gesellschaftliche und politische Debatte zu organisieren, also Themen in die Gesellschaft zu tragen und Veranstaltungen zu machen, auf denen diese Themen diskutiert werden und natürlich vor allem auch Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln zu unterbreiten. Dieser Ethikrat hatte 25 Mitglieder, nämlich Experten aus den Disziplinen Medizin, Biologie, Philosophie, Ethik und Recht und weitere Vertreter der beiden größten christlichen Kirchen, Katholiken, Evangelien, und also Protestanten und anderer sozialer Gruppen. Wir hatten damals Lothar Späth als Arbeitgebervertreter dabei, wir hatten einen Arbeitnehmervertreter dabei, eigentlich etwas merkwürdig, ne, für bioethische Fragestellungen, aber nur gut, keinen Ingenieur. Aber einen Behindertenvertreter, das waren so die großen Gruppen, die als außerhalb der Experten die
gewissermaßen ad personam berufen waren, da drin waren. Dieser Ethikrat wurde 2007 abgelöst durch den deutschen Ethikrat, der nun auf gesetzlicher Grundlage, nämlich dem Ethikratsgesetz, beruht. Hintergrund dieses neuen Gremiums war die Kritik am nationalen Ethikrat, dass er nicht demokratisch legitimiert sei, weil er keine gesetzliche Grundlage habe, sondern nur durch Kabinettsbeschluss, also Bundesregierungsbeschluss, eingesetzt war. Ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden, also nicht nur, weil ich Mitglied auch des Nationalen Ethikrates war, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Dieses Gremium und auch der Deutsche Ethikrat dürfen keine Gesetze machen. Die geben Empfehlungen ab, die geben Stellungnahmen ab. Und diese Empfehlungen, die man abgibt, die müssen doch nicht demokratisch legitimiert sein. Wenn ich als Wissenschaftler eine Empfehlung abgebe, ja, dann tue ich das als Wissenschaftler und nicht, weil mich irgendjemand dazu legitimiert hat. Also im Grunde eine völlig verquere Argumentation. Aber dieser Nationale Ethikrat war relativ liberal und es wurde auch vermutet, dass er zu der damals bestehenden Enquetekommission des Bundestages Recht und Ethik der modernen Medizin als Kontrapunkt gesetzt wurde. Die war nämlich äußerst konservativ. Und dass Schröder sich deshalb, so wurde es ja auch immer kolportiert, ein liberales Feigenblatt geben wollte, indem er nun ein liberales Gremium als Gegenpart zu der Enquetekommission des Bundestages, also des Parlaments, eingesetzt hat. Ob das richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Fakt ist jedenfalls, dass die beiden Kommissionen in der Regel zu ganz konträren Auffassungen und Empfehlungen gekommen sind. Also ich fand das damals auch sehr bereichernd für die politische Debatte, dass nicht ein Gremium eine Meinung abgibt und die Politiker sagen, ja, wenn die das sagen, dann wird es schon gut sein, ne? Sondern dass es hier zwei konträre Positionen gab und die Politiker dann sich einer der Auffassungen oder einer dritten Auffassung anschließen mussten, ihre eigene Meinung bilden mussten. Also jedenfalls 2007 wurde der Deutsche Ethikrat geschaffen. Er hat 26 Mitglieder und eine Erweiterung, was die religiösen Aspekte angeht. Wir haben jetzt einen Juden dabei und einen Muslim. Und zwar nicht nur als Feigenblatt, sondern die engagieren sich auch wirklich, bringen auch ihre religiösen Vorstellungen ein. Aber immerhin nur ein Vertreter dieser beiden Religionen, während die kirchlichen Vertreter, also ich sag mal so aus dem Daumen, so mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Mitglieder darstellen. Nicht nur Kirchenvertreter, sondern auch kirchlich orientierte Persönlichkeiten, die also Präsident des Kirchentages waren und so weiter. Also nicht als Kirchenvertreter, aber eben sehr kirchlich engagiert sind. Warum nun statt 25 Mitgliedern 26? Nun, weil die Hälfte dieser Mitglieder durch den Bundestag gewählt wird und die andere Hälfte durch die Bundesregierung ausgewählt wird. Und da muss man natürlich halbe-halbe, muss man auf eine gerade Zahl kommen, ne? Also hat man das um eins erhöht. Die in der Besetzung ansonsten, aber auch in den Aufgaben, ähnelt er ansonsten dem Nationalen Ethikrat, deswegen muss ich dazu nicht sehr viel sagen. Die Mitglieder werden durch den Bundestagspräsidenten, also Herrn Lammert, berufen. Wir waren jetzt vor kurzem beim Bundespräsidenten, also bei Herrn Gauck, und der hat gesagt, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum ist das beim Bundestag angesiedelt? Haben wir gesagt, naja, dann machen Sie mal einen Vorstoß, dass Sie das in die Hand kriegen. So, jetzt habe ich Ihnen die vier Typen vorgestellt, also Ethikkommissionen für die Forschung, insbesondere medizinische Forschung, die klinischen Ethikkomitees am Krankenbett, schwierige Entscheidungen bei der Therapie von Patienten, die zwei Kommissionen, die vor bestimmten medizinischen Maßnahmen eingeschaltet werden müssen, Kraftgesetzes, nämlich PID-Kommissionen und Transplantationskommissionen und schließlich die gesellschaftsorientierten Ethikkommissionen. Welche Funktionen haben nun diese unterschiedlichen Kommissionen? Und das geht jetzt quer zu dem, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Es gibt einige Kommissionen, die als Behörde agieren, von deren Genehmigung eine bestimmte Maßnahme abhängt. Also nicht anders als eine Baubehörde, die sagt, Sie dürfen das Haus errichten und wenn Sie die Baugenehmigung nicht haben, dann machen Sie sich strafbar. Nach dem Arzneimittelgesetz, nach dem Medizinproduktegesetz, nach dem PID-Gesetz und nach dem Gendiagnostikgesetz, nach allen diesen gesetzlichen Bestimmungen muss eine zustimmende Bewertung durch eine Ethikkommission vorliegen, bevor eine klinische Prüfung eines Arzneimittels, das Arzneimittelgesetz, bevor die klinische Prüfung eines Medizinproduktegesetzes beziehungsweise eine PID durchgeführt werden darf nach dem PID-Gesetz oder eine genetische Reihenuntersuchung nach dem Gendiagnostik durchgeführt werden darf. Also hier agieren diese Kommissionen nicht anders als eine Behörde. Das, was Sie aussprechen am Schluss, ist ein Verwaltungsakt. Und wie gesagt, Sie agieren als Behörde nicht anders als eine Baubehörde. Dabei ist ganz interessant, dass das Arzneimittelgesetz den Begriff der Ethik überhaupt nicht verwendet, sondern nur in der Bezeichnung Ethikkommission. Also das Arzneimittelgesetz verlangt den Verwaltungsakt von einer Behörde. Diese Behörde nennt das Arzneimittelgesetz Ethikkommission.
Aber in den Gesichtspunkten, die diese Behörde zu prüfen hat, ist gar keine Ethik drin. Ansonsten gibt es nämlich nur unbestimmte Rechtsbegriffe, zum Teil unter implizitem Verweis auf andere Fachdisziplinen, zum Beispiel eine geeignete Einrichtung. Ob eine Einrichtung geeignet ist, eine Arzneimittelprüfung durchzuführen, das kann ein Pharmakologe, das kann ein Mediziner sagen, aber das kann kein Jurist sagen und das kann auch kein Ethiker sagen, ja, was geeignet ist, fachlich geeignet ist. Das wäre bei den Ingenieuren auch nicht anders, ne? Ob man bestimmte Ingenieurversuche, ne, in einem Labor machen darf, wo es keine Sicherheitseinrichtungen und so weiter gibt. Dann angemessen qualifizierter Prüfer. Welche Erfahrung muss man denn als Prüfer haben, um ein bestimmtes Arzneimittel am Menschen zu testen? Da muss man dieses Arzneimittel kennen. Da muss man seine Wirkungen, möglichen Nebenwirkungen kennen. Wieder keine juristische Frage. Ob das Risiko ärztlich vertretbar ist, kann auch nur ein Arzt sagen. Welche Bedeutung für die Heilkunde durch die klinische Prüfung herauskommen kann. Nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt. Also immer ein Verweis auf andere Disziplinen und insbesondere auf die Medizin, die Pharmakologie und so weiter, aber nicht auf die Ethik und nicht auf das Recht. Das sind Dinge, die, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, von der Rechtsordnung im Wege der Arbeitsteilung so hingenommen werden. Gleiches gilt für die Ethikkommission nach dem PID-Gesetz. Die Ethikkommission hat zu prüfen, ob für die Nachkommen des Paares das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit beziehungsweise ob die hohe Wahrscheinlichkeit einer Fehl- oder Totgeburt besteht. Ja, das kann doch nur ein Humangenetiker beantworten, ob ein solches hohes Risiko für eine schwere Erbkrankheit besteht oder eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Fehl- oder Totgeburt. Welche Bedeutung hat die Ethik dabei? Also wir haben hier einen impliziten Verweis auf andere Fachdisziplinen, vor allem auf die Medizin, nicht aber auf die Ethik. Warum heißt dann die Kommission Ethikkommission? Das Medizinproduktegesetz verlangt explizit eine rechtliche und ethische Prüfung. Also da soll offenbar ein Unterschied sein zwischen der rechtlichen Prüfung und der ethischen Prüfung. Aber bei den konkreten Kriterien verwendet auch das Medizinproduktegesetz wie das Arzneimittelgesetz nur unbestimmte Rechtsbegriffe, die ich Ihnen gerade schon geschildert habe. Das ist praktisch deckungsgleich, was dort gefordert wird. Nach dem Gendiagnostikgesetz prüft und bewertet die Gendiagnostikkommission, ob das Anwendungskonzept für eine Reihenuntersuchung dem allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft und Technik entspricht und die Untersuchung in diesem Sinne ethisch vertretbar ist. Ja, wenn es dem allgemein anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entspricht, welche Bedeutung hat dann noch die zusätzliche Prüfung einer ethischen oder hat dann noch eine ethische Prüfung? Was beinhaltet die ausdrücklich angeordnete, und ja, ich betone nochmal, neben der rechtlichen Prüfung, ne, die ausdrücklich daneben angeordnete ethische Prüfung? Welche Richtung der Ethik ist entscheidend? Ich habe Ihnen vorhin so ein paar Richtungen ja genannt. Ne? Wird auf den Utilitarismus verwiesen, auf die Deontologie, auf welche Richtung der Ethik? Kann ein Verwaltungsakt, also ein Rechtsakt, überhaupt abhängig sein von einer ethisch und damit ja außerrechtlichen Bewertung? Denn wir haben ja vorhin gesehen, Ethik und Recht sind nicht deckungsgleich. Und wenn das Recht hier ausdrücklich die rechtliche und ethische Prüfung benennt, dann muss die ethische Prüfung ja wohl was anderes umfassen als die rechtliche Prüfung. Also es wird auf eine Sollensordnung außerhalb der Rechtsordnung verwiesen. Und kann denn ein Verwaltungsakt von einer solchen nicht rechtlichen Prüfung abhängig sein? Das ist für einen Juristen jedenfalls ein Grauen. Es gibt andere Ethikkommissionen, deren Stellungnahme eine Behörde, also eine andere Behörde, vor ihrer Genehmigung einzuholen hat. Wo also die Ethikkommission gewissermaßen eine Behörde berät und diese Behörde nur dann entscheiden darf, wenn die Ethikkommission zuvor ihre Stellungnahme abgegeben hat. Nach dem Stammzellgesetz muss die Genehmigungsbehörde, also da geht es um embryonale Stammzellen, muss die Genehmigungsbehörde vor ihrer Entscheidung, ob embryonale Stammzellen importiert oder für Forschungszwecke verwendet werden dürfen, eine Stellungnahme der zentralen Ethikkommission für Stammzellforschung einholen. Ganz kurz noch zur Bezeichnung Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung. Das ist eine der wenigen Ethikkommissionen, die auf Bundesebene bestehen, die auf Bundesebene in einen behördlichen Verwaltungsaktsprozess einbezogen sind. Entscheidend ist für diese Ethikkommission, ob das Forschungsvorhaben hochrangigen Forschungszielen dient und alternativlos ist und in diesem Sinne ethisch vertretbar ist. Also hochrangiges Forschungsziel und alternativlos. Man kann das nicht mit Tierversuchen machen und so weiter, das steht dahinter, ne? Sondern man muss das gerade mit diesen embryonalen Stammzellen machen. Welche ethischen Gesichtspunkte spielen denn hierbei eine Rolle? Ob ein Forschungsprojekt nun hochrangige Ziele verfolgt und ob man es nicht anders machen kann? Welche Richtung der Ethik ist entscheidend?
Kann ein Verwaltungsakt abhängig sein von einer ethischen, das heißt außerrechtlichen Bewertung? Es gibt andere Ethikkommissionen, jetzt eine dritte Funktion von Ethikkommissionen, deren Rat ein Forscher oder Arzt vor Durchführung einer Maßnahme einholen muss. Da genehmigt die Ethikkommission also nicht, sondern sie rät dem Forscher nur, mach das besser so, aber er kann durchaus diesen Rat in den Wind schlagen und kann trotzdem die Forschungsmaßnahme oder die Maßnahme durchführen. Das ärztliche Berufsrecht und andere Vorschriften verlangen nur eine solche ethische Beratung vor Durchführung einer Maßnahme. Das heißt, das Forschungsvorhaben darf durchgeführt werden, selbst wenn die Ethikkommission nicht zustimmt. Und dann komme ich jetzt zu allerlei Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen. Das wird jetzt ein relativ großer Batzen nochmal. Die vom Recht angeordnete Akzessorietät des Rechts von anderen Disziplinen ist zulässig und nicht unüblich. Also das Recht darf sich durchaus von anderen Disziplinen abhängig machen. Und da kann sagen, wenn die das für richtig halten in ihrer Fachdisziplin, dann übernehmen wir das. Das gilt nicht nur für naturwissenschaftliche Anknüpfungstatsachen, zum Beispiel Erkenntnisse über physikalische oder biologische Kausalitäten, also Ursache-Wirkungsbeziehungen, sondern auch für Regeln fachwissenschaftlich richtigen Handelns. Ingenieurkunst ist da ein deutliches Beispiel, ne? Was die Ingenieure berechnen, was die Ingenieure als richtig empfinden, welche Materialien man für welche Zwecke verwenden darf, da redet die Rechtsordnung nicht rein. Das ist Sache der Ingenieure und die werden schon wissen. Und dasselbe gilt auch für das, was die Mediziner machen. Medizinische Standards werden in der Regel auch vom Recht als rechtliche Standards übernommen. Im konkreten Prozess sieht das dann so aus, dass der Richter einen ärztlichen Sachverständigen befragt. Ist das, was dem Kollegen hier vorgeworfen wird, war das noch ärztlich vertretbar? War das noch innerhalb dessen, was man akzeptieren konnte? Und wenn der medizinische Sachverständige sagt, nein, das durfte man damals so nicht machen, durfte man nicht mehr so machen, dann wird der Richter sagen, okay, dann muss er eben Schadensersatz leisten, einen Arztfehler begangen hat. Aber wenn der ärztliche Sachverständige sagt, das war okay, das war noch okay, war noch innerhalb des Standards, dann wird der Arzt auch nicht verurteilt. Also, das Recht macht sich durchaus abhängig von anderen fachwissenschaftlichen Standards und kommt damit zu einer Arbeitsteilung zwischen dem Recht und anderen Disziplinen. Wäre ja auch schlimm, wenn wir Juristen nun auch, wo wir sowieso alles besser wissen, ne, wenn wir auch noch in die Fachdisziplinen hineinreden würden und sagen würden, was die Ingenieure und andere Leute machen müssen. Die haben das ja schließlich gelernt. Ne? Die vom Recht angeordnete Akzessorietät ist also zulässig und nicht unüblich. Aber mein erstes Problem ist, gilt das eigentlich auch für eine normative Disziplin wie die Ethik? Das Recht will ja das Verhalten von Menschen beeinflussen. Und das will die Ethik auch. Beide wollen und sollen das Verhalten von Menschen regeln. Was kann oder weiß die Ethik also, was das Recht nicht selbst kann oder weiß? Im Grunde in Diskussionen, die wir mit Philosophen, mit Ethikern führen, alles das, was die aus ihrer fachwissenschaftlichen Sicht sagen, das kann ich in verfassungsrechtliche Dimensionen übertragen. Die Argumente, die die bringen, die kann ich auch in die verfassungsrechtliche Diskussion genauso einbringen. Also, was kann eigentlich ein Ethiker oder was kann ein Philosoph, was wir Juristen nicht selbst können, wenn es um die Verhaltensregelung von Menschen geht? Die Philosophen können nachdenken über viele Probleme des Lebens und so weiter. Ne? Aber wenn es dann konkret darum geht, was folgt daraus für das Verhalten von Menschen? Ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Ne? Da ist die Übereinstimmung nicht bei der tiefgründigen Philosophieren über Menschheitsfragen, die aber keine konkrete Auswirkung auf unser gesellschaftliches Zusammenleben haben. Das zweite Problem ist, das habe ich immer wieder schon angesprochen, auf welche Richtung der Ethik wird eigentlich verwiesen, wenn das Recht eine ethische Beurteilung verlangt? Ziemlich dunkel. Immerhin kann man aber sagen, und da nehme ich nochmal Bezug auf das, was Sie vorhin gesagt haben in Ihren einleitenden Worten, da haben wir uns wirklich gut ergänzt, immerhin kann man sagen, wenn das Recht auf die Ethik verweist, dann ist das ein Nichtverweis auf Religionen, auf eine Religion oder auf bestimmte Religionen, die ja auch Sollensordnungen beinhalten. Natürlich sagt das religiöse Recht oder die religiösen Vorstellungen sagen auch, wie wir uns denn verhalten sollen. Und wenn das Recht auf die Ethik verweist, heißt das, nicht die religiösen Vorstellungen sind entscheidend. Die Ethik ist also eine säkulare Ordnung wie das Recht und immerhin leben wir in einem Staat der Glaubensfreiheit. Deswegen ist das eine vernünftige Beschränkung, die das Recht hier vornimmt, wenn es nur auf die Ethik und nicht auf die Religion oder bestimmte Religionen verweist. Der Verweis des Rechts auf die Ethik, welche Richtung der Ethik, ist umso problematischer, je verbindlicher die ethische Beurteilung für den Bürger ist und je weniger ausgeprägt die rechtlichen Vorgaben unter Einbeziehung der jeweiligen fachlichen Vorgaben sind.
Also, wenn in einem Gesetz stünde, eine Baugenehmigung darf nur erteilt werden, wenn eine Ethikkommission grünes Licht gegeben hat, ohne dass gesagt würde, welche ethischen Gesichtspunkte da eigentlich eine Rolle spielen sollen. Schutz der Bewohner, Schutz der Passanten und so weiter, ne? Oder, dann wäre das sicherlich sehr problematisch. Je genauer die rechtlichen Vorgaben sind, und da erinnere ich nochmal an das Arzneimittelgesetz enthält eine ganze Reihe, über 20 Punkte, die die Ethikkommission bewerten soll, aber das sind alles fachliche Gesichtspunkte. Ist das ärztlich vertretbar, das Risiko? Wird es in einer geeigneten Einrichtung durchgeführt, diese klinische Prüfung und so weiter, ne? Das sind genaue Vorgaben, wenn auch unter Verweis auf die Medizin, aber eben auf eine bestimmte Fachdisziplin. Das ist okay. Aber das Stammzellgesetz, wo es um die embryonalen Stammzellen geht, das schränkt die Forschungsfreiheit ein, und zwar letztlich nur unter Hinweis auf die ethische Besonderheit der embryonalen Stammzellen. Also der Gesetzgeber schränkt die Forschungsfreiheit ein, und die Forschungsfreiheit darf eigentlich nur aufgrund verfassungsrechtlich konfligierender Vorgaben eingeschränkt werden. Also man müsste hier der Forschungsfreiheit etwas gegenüberstehen, was in der Verfassung geschützt ist, Schutz des Lebens von Menschen oder Menschenwürde oder körperliche Integrität von Menschen. Alles das kann die Forschungsfreiheit einschränken. Aber die embryonalen Stammzellen als solche genießen keinen Lebensschutz, die genießen keinen Menschenwürdeschutz. Das sind ja nur Zellen, einzelne Zellen. Das einzig Problematische an diesen Zellen ist, dass sie irgendwann mal im Ausland aus Embryonen gewonnen wurden. Und da sagt der Gesetzgeber offenbar, um Gottes Willen, Früchte des verbotenen Baumes. Man darf doch nicht von dem Unrecht, das im Ausland irgendwann mal von irgendjemandem geschehen ist, von dem darf man doch hier in Deutschland nicht so ohne weiteres profitieren. Man darf zwar profitieren, aber es muss ethisch vertretbar sein. Tja, das ist aus meiner Sicht sehr angreifbar, verfassungsrechtlich sehr problematisch, dass hier die Forschungsfreiheit letztlich in die Forschungsfreiheit eingegriffen wird, dass sie beschränkt wird, ohne dass auf der anderen Seite ein Schutzgut von vergleichbarer Tragkraft gegenübersteht. In allen übrigen derzeit einschlägigen Fällen, die ich Ihnen ja nur ganz kursorisch schildern konnte, ist der Verweis auf die Ethik wenig problematisch, weil die Entscheidungen entweder genügend rechtlich eingehegt sind, also die rechtlichen Vorgaben stringent genug sind, oder ein bloßer Rat an den Forscher oder an den Arzt erteilt wird und der Arzt diesen Rat ja in den Wind schlagen kann, also nicht daran gebunden ist, der Rat ist nicht verbindlich. Aber schon sollte man auch bedenken, die Notwendigkeit, eine Ethikkommission einzuschalten, führt natürlich zu Verzögerungen, zu Kosten. Deswegen muss der Gesetzgeber, wenn er eine Ethikkommission zwingend vorschreibt, muss er sich auch diesen Gedanken berücksichtigen und muss das in seiner Abwägung, ob es richtig ist, ein solches Verwaltungsverfahren vorzuschreiben, ob das gerechtfertigt ist. Aus meiner Sicht gibt es nur ein einziges gemeinsames Kennzeichen von allen Ethikkommissionen, die ich Ihnen geschildert habe, und das ist die Interdisziplinarität. Alle Vorschriften, die ich Ihnen genannt habe, mit Ausnahme der KECs, die ja als Wildwuchs, ne, vom Willen einer jeden Klinik abhängig sind, also da gibt es ja keine rechtlichen Vorgaben im eigentlichen Sinne, alle anderen Kommissionen, die der Gesetzgeber errichtet oder das ärztliche Berufsrecht verlangt, alle diese Kommissionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie interdisziplinär zusammengesetzt sind. Und ich glaube, das ist auch wirklich der zentrale Punkt bei den Ethikkommissionen. Es sollen Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und gerade nicht nur Ethikexperten in diesen Kommissionen tätig sein und eine Entscheidung treffen. Hintergrund ist offenbar die Notwendigkeit, alle involvierten Gesichtspunkte aus den unterschiedlichen Blickwinkeln und aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenzuführen und zu berücksichtigen. Im gemeinsamen Diskurs soll man zur Konkretisierung der im Wesentlichen ja unbestrittenen Grundlage unserer Kultur- und Verfassungsordnung bezogen auf den konkreten Fall oder neue Problemlagen oder ausfüllungsbedürftige Begriffe unter Einbeziehung auch innerethischer Differenzen kommen. Was damit gemeint ist, wenn ich Sie hier frage, sind wir für die Menschenwürde, für den Schutz der Menschenwürde, sagen wir alle ja. Sind wir für den Schutz des Lebens von geborenen Menschen, sagen wir alle ja. Aber was heißt das im konkreten Fall? Darf man einen Menschen zwangsbehandeln, wenn er nicht einwilligungsfähig ist, aber zuvor in einer Patientenverfügung gesagt hat, eine solche Behandlung will ich nicht? Ist das im Sinne des Lebensschutzes sicherlich geboten, aber ist das menschenwürdegemäß, wenn man seinen Willen nicht berücksichtigt, den er zuvor geäußert hat? Die konkrete Anwendung des Menschenwürdeprinzips, des Lebensschutzprinzips auf den konkreten Fall ist es doch, was uns immer die Probleme bereitet. Nicht das abstrakte Prinzip oder das isoliert verstandene Grundrecht, sondern im konkreten Konfliktfall, im konkreten Anwendungsfall, da muss das runtergebrochen werden und da wird es ebenso schwierig und da haben wir auch alle unterschiedliche Vorstellungen. Und genau aus diesen Blickwinkeln sollen die Ethikkommissionen
im gemeinsamen Diskurs diese Konkretisierungsarbeiten leisten. Ich erinnere nochmal an meine Eingangsbeschreibung, Ethik als Wissenschaft von der Moral. Und damit sind Ethikkommissionen aus meiner Sicht Konkretisierungskommissionen auf der Basis interdisziplinärer, vernunftgeleiteter Reflexion. Die sollen die verschiedenen Gesichtspunkte zusammentragen, sollen sie auf den Tisch legen und sollen dann gegebenenfalls zu einer Entscheidung kommen. Aber nicht, dass ein Forscher, ein Arzt im stillen Kämmerlein für sich nur mit seinem Gewissen ausmacht, was er für richtig oder falsch hält. Gerade gesellschaftsorientierte Ethikkommissionen wie der Deutsche Ethikrat oder der frühere Nationale Ethikrat wollen gerade nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern vor allem die verschiedenen Auffassungen und Argumentationsstränge sichtbar machen. Wir werden immer wieder von den Journalisten gefragt, um Gottes Willen, jetzt haben sie wieder eine Stellungnahme veröffentlicht und sie haben wieder ein gespaltenes Votum. Die eine Hälfte des Ethikrates ist für das eine und die andere Hälfte für das andere. Oder zwei Drittel zu ein Drittel und das zählen die dann natürlich genau aus. Ja, da sagen wir immer, es ist auch nicht unsere Aufgabe, hier zu einem einmütigen Votum, gegebenenfalls auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Sondern wir wollen der Gesellschaft und wollen der Politik aufzeigen, wo sind die verschiedenen Positionen? Wo sind ihre jeweiligen berechtigten Argumente? Und wo gibt es andere Positionen mit anderen ebenso berechtigten Argumenten? Und dann muss die Gesellschaft, muss die Politik entscheiden, welcher Richtung sie folgt, welche Argumente sie für tragfähig hält und so weiter. Also in erster Linie haben wir Aufklärungsarbeit zu leisten und nicht Beratungsarbeit in dem Sinne, dass wir sagen, das müssen Sie jetzt als Politiker machen, das müssen Sie ins Gesetz schreiben und dann ist es gut so. Deswegen sind sehr viele unserer Voten auch bewusst in dieser Weise gespalten oder haben sogar drei verschiedene Voten. Im Übrigen eine kleine Anekdote am Rande. Wir haben natürlich auch einige einmütige Empfehlungen, wo wir alle einer Meinung waren. Zum Teil in gesellschaftspolitisch nicht so sehr umstrittenen Fragen, also Biobanken, das regt die Menschen heute noch nicht so sehr auf. Ne? Sammlungen von menschlichem Körpermaterial für die Forschung, das ist noch kein so brisantes Thema für viele. Aber zum Beispiel Transplantationsmedizin, Widerspruchslösung. In Deutschland haben wir ja die erweiterte Zustimmungslösung. Von einem Toten dürfen nur Organe entnommen werden, wenn er selbst zu Lebzeiten oder wenn jedenfalls seine Angehörigen nach dem Tod die Zustimmung geben. Explizite Zustimmung. So, und wir haben gesagt, weil wir ja in Deutschland einen erheblichen Organmangel haben, und das war lange vor dem Transplantationsskandal, wir haben damals gesagt, es wäre gut, wenn man in Deutschland die Widerspruchslösung wie in anderen Ländern einführen würde. Das bedeutet, jeder wird als Toter, als Spender in Anspruch genommen, wenn er nicht selbst zu Lebzeiten widersprochen hat oder wenn seine Angehörigen nach seinem Tod nicht widersprechen. Also jeder hat das Recht, aus Glaubensgründen, aus anderen Gründen zu sagen, nein, ich möchte unversehrt und nicht durch Entnahme von Organen ausgebeutet beerdigt werden oder verbrannt werden. Also jeder hat das Recht, nein zu sagen. Einmütig haben wir das empfohlen, mit einer vorherigen Aufklärung der Bevölkerung und so weiter. Also das sollte alles noch flankiert werden durch viele zusätzliche Maßnahmen. Aber einmütig haben wir das so beschlossen und empfohlen. Ein Riesenaufschrei in der Politik. Ein Riesenaufschrei in der Gesellschaft. Ich habe damals an zahllosen Radiosendungen teilgenommen, wo man mit den Zuhörern ins Gespräch kam. Und da kam es im Grunde zu einer Polarisierung der Menschen. Manche haben gesagt, man müsste eigentlich viel weiter gehen. Jeder Mensch sollte verpflichtet sein, Organspender zu sein. Und niemand sollte Nein sagen dürfen. Denn im Grunde will ja auch jeder, wenn er selbstbedürftig ist, auch Organe empfangen. Ne? Also die goldene Regel, was du willst, was man dir tut, das mute auch anderen zu oder verlange auch von anderen. Ne? Also manche haben gesagt, jeder Mensch müsste verpflichtet sein, Organe zu spenden. Es sollte noch nicht mal die Widerspruchslösung geben. Und andere haben ebenso vehement gesagt, wenn diese Regelung in Deutschland eingeführt wird, dann gebe ich meinen Organspendeausweis zurück. Das finde ich ein Unding, dass die Leute in dieser Weise unter Druck gesetzt werden und nur wenn sie Nein sagen oder die Angehörigen Nein sagen, dann von der Organentnahme verschont werden. Also eine Spaltung in der Gesellschaft in zwei große Blöcke. Und ich möchte mal sagen, zwei ungefähr gleich große Blöcke. Ne? Ethikrat, wir waren alle einer Meinung. Also da sehen Sie, ne, dass auch ein solches Gremium nicht immer das spürt, was in der Gesellschaft gang und gäbe ist. Wir hatten gehofft, dass wir die Gesellschaft mit unserer wohlfundierten Stellungnahme überzeugen können, aber offenkundig ist es uns nicht gelungen. Deswegen noch einmal, ne, wir wollen in erster Linie die verschiedenen Auffassungen, die verschiedenen Positionen, die Argumentationsstränge offenlegen und nicht nur auf das Ergebnis schielen, was kommt dabei raus, was sollen die Gesetzgeber umsetzen. Die Stellungnahmen sollen also Grundlage für eine reflektierte Entscheidung der politischen Entscheidungsträger, aber kein Ersatzgewissen sein. Und damit
noch eine weitere Bemerkung. Ethikkommissionen sind auch keine Moral- oder Tugendkommissionen, die über moralisch Richtiges oder Falsches entscheiden. Sie sagen nicht, was moralisch gut oder böse ist, und ihre Mitglieder sind auch keine moralisch besonders hochstehenden Menschen. Das sind Menschen wie wir alle in der Gesellschaft. Der Verweis auf die Ethik oder die Installation einer Ethikkommission ist aus meiner Sicht Zeichen dafür, dass eine umfassende Güter- und Interessenabwägung notwendig ist und hier ein rationaler Diskurs geführt werden soll. Das ist aus meiner Sicht die Kernfunktion aller Ethikkommissionen, die von Rechts wegen vorgesehen sind. Ich verhehle aber auch nicht, dass der Verweis auf die Ethik oder die Installation einer Ethikkommission manchmal aber offenkundig vor allem der politischen Beruhigung dient. Manchmal. Wenn eine Ethikkommission beteiligt ist, dann scheint das Thema in guten Händen zu sein. Ethik-Placebo? Also nur zur Besänftigung. Und ich glaube, es gibt zwei Kommissionen, für die man das wirklich mit Fug und Recht behaupten darf, nämlich für zwei politisch-gesellschaftlich umstrittene Maßnahmen, nämlich die Präimplantationsdiagnostik und die Forschung mit embryonalen Stammzellen. Die Präimplantationsdiagnostik, man muss sich mal vorstellen, bevor ein in ganz wenigen Zellen vorhandener Embryo, also ein ganz kleiner Embryo, der nur aus wenigen Zellen besteht, den man im Mikroskop auch nur als Zellhaufen erkennt und nicht mit Gliedmaßen, Köpfchen und so weiter, sondern ganz wenige Zellen. Wenn ein solcher Embryo im Reagenzglas untersucht werden soll, auf einen genetischen Defekt, dann darf das nur geschehen, bevor eine Ethikkommission grünes Licht gegeben hat. Ich habe gesagt, das ist eine vorgezogene Abtreibung, die hier durchgeführt wird, und eine Abtreibung im späteren Stadium soll verhindert werden. Muss denn eigentlich auch eine Ethikkommission entscheiden, bevor eine Frau eine Abtreibung durchführen lässt? Wenn der Embryo in ihrem Mutterleib viel weiter herangewachsen ist, wenn er vielleicht schon lebensfähig ist als Spätabtreibung, muss da eine Ethikkommission grünes Licht geben? Nee, erstaunlicherweise nicht. Obwohl es hier um ein menschliches Lebewesen geht, das viel weiter herangewachsen ist, das man auch im Ultraschall schon als menschliches Lebewesen erkennen kann, also von den Gliedmaßen und so weiter. Da muss keine Ethikkommission eingeschaltet werden. Warum hat man also diese Ethikkommissionen für die PED geschaffen, und die heißen auch Ethikkommissionen, also es ist jetzt nicht etwa eine Kommission, die ich nur hier vereinnahmt habe für unser Thema, ne? Sondern die heißt im Gesetz auch Ethikkommission. Ja, offenbar hatte der Gesetzgeber aus guten Gründen Scheu, einen Katalog von Erbkrankheiten aufzustellen und zu sagen, in einem solchen Fall liegt eine schwere Erbkrankheit vor und dann darf eine PED durchgeführt werden, dann hätte er selbst die Entscheidung treffen müssen, wann eine konkrete PED durchgeführt werden darf. Das wollte er nicht, aus guten Gründen. Denn wenn da so ein Katalog da wäre, ne, Mukoviszidose ist eine schwere Erbkrankheit oder Down-Syndrom ist eine schwere Erbkrankheit, dann hätte jeder, der mit dieser Krankheit oder Behinderung geboren wurde, natürlich gesagt, also in dem Katalog tauche ich auf, taucht meine Krankheit auf, ne, und das ist eine Stigmatisierung, eine Diskriminierung meiner Person, die ich jetzt geboren bin. Also einen solchen Katalog wollte man nicht machen. Ja, aber auf der anderen Seite wollte man es auch nicht uferlos freigeben. Also abschieben auf die Ethikkommission. Der Gesetzgeber ist fein raus, er hat eine allgemeine Regel gemacht, die relativ vage ist, und um den Einzelfall muss er sich nicht kümmern. Das macht die Ethikkommission. Aber wie gesagt, bei einer Abtreibung nicht. Da entscheidet das der Arzt, da entscheidet das die Frau. Diese beiden, gegebenenfalls noch nach Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, aber jedenfalls keine Ethikkommission. Und bei der Forschung mit embryonalen Stammzellen, habe ich vorhin schon gesagt, da geht es nur um Zellen. Die haben keinen Menschenwürdeschutz, die haben keinen Lebensschutz. Was soll denn bezogen auf die Forschung mit diesen Zellen die Ethikkommission noch machen? Nur weil irgendwann mal vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren diese embryonalen Stammzellen dadurch hergestellt wurden, dass ein Embryo dabei verbraucht wurde. Das, was damals geschah, hat doch mit der heutigen Forschung nichts mehr zu tun. Das damalige Unrecht, wenn man es denn überhaupt als Unrecht ansieht, kann doch heute sowieso nicht wieder gut gemacht werden. Also was soll heute eine Ethikkommission eingeschaltet werden, nur weil damals vermeintlich im Ausland irgendwann mal Unrecht geschehen ist? Das gibt überhaupt keinen Sinn, und deswegen halte ich diese Beschränkung der Forschungsfreiheit bezogen auf embryonale Stammzellen auch für verfassungsrechtlich sehr, sehr angreifbar. Hier haben wir in der Tat die Ethikkommission als Ersatzgewissen. Hier sind sie vor allem dazu da, um die Verantwortung vom Gesetzgeber abzuschieben und auf andere und anderen zuzuschieben. Dann sind die Kommissionen erkennbar Ersatzgewissen des Gesetzgebers. Ja, vielen Dank von mir zunächst, und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen.